ist ein Piratenkumpel von uns. Ich würde sagen, wir nehmen ihn mit. Danke, Otis. Und wie zum Geier seid ihr ohne Kopf hier reingekommen? Was? Was? Hä? Nun, ich meinte, ihr habt keinen Kopf dabei und... Was? Echo, was willst du? Hey, vergiss es einfach. Wir müssen zurück nach Million Trademark. Aber ich muss erst was gucken. Das reicht nicht. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Keine Panik, gell? Ja, wir haben eh kein Sonnenöl mehr, weißt du? Komm schon, auf geht's! Alle, alle, avanti, meine Freunde! Teil 4, das Finale! Ja, verdammt, dann muss ich da nochmal bis dahin spielen, wenn ich so ein Safe Game. Nun, das war sicherlich einfacher als die Reise nach Monkey Island Trademark. Wenn die Crew doch nur nicht so auf Sonnenöl wild wäre. Jetzt muss ich mich allein um die Hochzeit kümmern. Gnarf. Ach, und frag mich mal, Guybrush, ja? Ich muss da von da noch mal bis dahin spielen, ja? Huch! Ey! Warte einen Augenblick, Junge! Schluck dies, Glibbergeist! Doch nicht etwa frisch gebrühten Krog? Blimp. Cool. Ja. Benutze Sodaflasche mit grimmiger Geist. Das Zeug ist fabelhaft. Pass auf, LeChuck. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt und... Hey, vielleicht gehe ich doch besser zur Kirche. Zehn Uhr. Immer noch. So. Übrigens, die Fenster im Inneren der Kirche sollen angeblich aus Lehm sein. Und wenn es einen Menschen gibt, der einen Grund nennen kann, warum diese zwei Wesen nicht in der Ehe vereint leben sollen, er jetzt reden oder für immer schweigen. Elaine! Hey, wer ist denn das? Nun wieder? Du! Was soll ich nehmen? Willst du mich bestechen? Gouverneur.
Gouverneurin! Gouverneurin! Gouverneurin? Was geht hier vor? Oh, Guybrush, du verdammter Idiot! Ich bin beeindruckt, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht nötig. Ich hatte alles unter Kontrolle. Dummerweise muss ich jetzt meinen Trumpf sofort ausspielen. Wie? Was? Aber wer? Ich? Also, wie? Wer? Ich? Wie konntest du entkommen? Meine Güte, das war ganz einfach. Lichok ist ein Volltrottel. Hey! Und einige Leute aus seiner Crew waren alte Freunde von mir, als sie noch lebten. Zum Beispiel. Ich denke, du heiratest Nitschok. Das dachte ich eigentlich auch. Für den Kuss der Braut in petto. Wenn du hier bist, wer steckt dann im Brautkleid? Schnapp sie mir! Hoppla! Netter Versuch, Guybrush! Jetzt darf ich wieder ins Fahren, dann muss ich ihnen hinterher. Das meint mir wieder beschaffen. Du bist echt ein Idiot! Groß und süß! Ja, hier wird. Aber ich, zu kommen und mir zu drohen? Ich kann deine Kühnheit nicht glauben. Nochmal. Nimm dies, du geistloses Gesocks! Du wirst nie wieder anständige, nette Piraten belästigen. Du großer Sack voll! Voll! Voll mit etwas, das mit S anfängt. Nun mach mal so eine Sekunde, mein Freund! Meine...
und sie schickt auf ein Schiff, schöne Schiffe, blaue Schiffe, grüne Schiffe. Wissen Sie, wie schön mit einem Blick ist, ich sehe, Sie sind ein Mann von Wilde. Echo, ich habe braune Schiffe, grüne Schiffe, rote Schiffe, weiße Schiffe, große Schiffe, kleine Schiffe, schöne Schiffe, alte Schiffe. Immer mit Augen für Qualität, aber das sicher zu schätzen wissen, ne? Und ich habe schöne Schiffe. Jemand, der ein gutes Angebot zu schicken. Hey, komm da raus! Wieder unterbrochen. Nimm mal das Bier. Nein! Nimm mal das Bier! Benutze mal das Bier auf. Litschacken! Glück! Wiederholung. Dich nicht so an. Entschuldige. Ist schon okay. Weißt du, LeChuck war ein dummer, unflätiger, schleimiger, gruseliger Kerl, aber eine gute Seite hat er doch. Er gibt ein wunderbares Feuerwerk ab. Ja, das ist nicht romantisch. Hoffentlich ist Stan in Ordnung. Ich habe Herman Toothbrush total vergessen. Als Hund in der Bar.
Design, Noah Fallstein, noch mehr zusätzliches Design, alle anderen bei Lucasfilm werden Schwertkampf von Adam Ross, Scott Card, Boris Schneider und Stefan Graham. Hilfe in letzter Sekunde, Tammy Borough und die anderen da. Grafik für Disc 22, Jenny Sport. Kugel- und Atombombensichere Büros, Kerner Complex Security, Aufstockung der Schokoladenvorräte. Ja, also, damit ist The Secret of Monkey Island abgeschlossen. Das alternative Ende werde ich vielleicht noch nachliefern. Wenn nicht, dann schaut euch einfach andere Let's Plays an, denn meistens wird da dieses Ende gezeigt. Und zwar tun die meisten Leute ihr Sea Monkey mit dem Katapult versenken. Und ja. John Sinclair, ach der alte Geisterjäger, ha? Huh? Nein, also, wie gesagt. Wenn man die Sea Monkey mit dem Katapult versenkt, dann ist die Crew untergegangen und auch an dieses Ende wird auch in den weiteren Spielen, also in Monkey Island 4 und so weiter, angespielt. Wir danken Steve Purcell für Sam & Max. Wir danken Loom für Cobb und die Möwe. Den Soundtrack gibt es weder auf LP, MC oder CD, inzwischen schon. Ein Buch gibt es auch nicht, schade eigentlich. The Secret of Monkey Island. Eine Lucasfilm Games Produktion. Ja. Ich weiß nicht, geht das. Das war's. Schalten Sie ruhig den Computer aus. Ja, früher war das so bei alten Spielen, dass man den Computer dann ausgeschaltet hat, wenn man fertig war. Ja. Ich danke fürs Zuschauen bei diesem schönen Let's Retro. Es werden auch noch weitere Let's Retros kommen. Monkey Island 2, Simon the Sorcerer. Die komplette Reihe bis, ja, ich denke schon die komplette Reihe. Auf jeden Fall bis Simon the Sorcerer 3. Was wird noch kommen an Let's Retro? Ja, da wird schon noch einiges kommen. Ich werde nämlich auch mal wieder den Keller aufräumen und da bestimmt noch ein paar Retro-Adventures zu finden. Baphomets Fluch zum Beispiel wird auch kommen. Discworld, Kyrandia 3. Ja, 1 und 2 habe ich leider nicht hier. Deswegen eher nicht die 2. Aber Baphomets Fluch 1, 2, 2,5 und 3. King's Quest 1, 2 und 3 auf jeden Fall. Dann werde ich noch Fan-Read-Teile von King's Quest spielen. Zack McCracken. Ob ich den ersten spiele, glaube ich nicht, aber das ist die Fan-Fortsetzung. Between Time and Space. Werde ich ganz sicher spielen. Ja, und damit sage ich, Grim Fandango wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ja, Floyd vielleicht auch, obwohl ich das nicht so gerne gespielt habe. Ja, egal. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal mit Let's Plays, Let's Retros oder auch Let's Wimmels oder auch Let's Block bei Minecraft, was ich vielleicht auch noch nicht angefangen habe. Also jetzt noch nicht angefangen habe, aber ich denke, wenn das Let's Play zu Monkey Island rauskommt, wird auch Minecraft schon angefangen sein. Aber ich weiß es noch nicht. Dann sage ich tschüss.